tell a gang of everything. Mama fährt mich heute zum Sport, ne, Leana? Warum? Weil sie das Auto braucht und dann wieder wegfährt. Aber bei mir. Du verstellst meine Sitzeinstellung. Mein Auto hier. Where I'm from, we just live a little different. Wir werden die Menschen unanpassbar. Unanpassbar? Die Würde des Menschen ist unantastbar. Mensch, nicht unantastbar. Wow! Flip European whips and get money out of bitches. Come on, come on, come on. Get some money with me. Get some money with me. Get some money with me. Yeah, where I'm from, we just live a little different. Flip European whips and get money out of bitches. Come on. Oh, alrighty, people, wir sind frei. Was geht ab, YouTube? Pascal zu Bodybuilding. Komm im neuen Video und fuck, jetzt habe ich meine Cap vergessen. Ich wollte doch meine Cap anziehen heute. Egal. Wir schreiben Montag, den 13.07.1988, an dem ich geboren wurde. 32 Jahre später. Ich werde heute 29 Jahre alt. Und heute gibt es erstmal ein Geburtstagstraining. Aber ich warte erstmal auf meine zwei Kompagnons, Dario und Justin. Die sind nämlich noch nicht da. Mit denen trainiere ich aber heute. Bereite mir schon mal alles vor. Für ein kleines Arbeitsraus. Ich habe übrigens in meinem Keller meinen alten Football-Helm wieder gefunden. Schaut mal. Das ist mein Helm von meinem letzten Football-Team, den St. Pauli Buccaneers. Und wenn man mal so überlegt, wie eklig es eigentlich ist, dass man diesen Chin-Strap nie gewaschen hat. Nasty, Bro. Wie ihr seht, hat er gar nicht so viele Kratzer, weil ich den in meiner letzten Football-Saison kurz, also ich glaube von meinem letzten oder vorletzten Spiel erst umgefärbt habe. Und dann hat er natürlich nicht mehr so viele Einsätze gesehen. Das ist natürlich nur ein vorgeschobener Grund, denn in Wirklichkeit habe ich halt einfach nur an der Sideline gestanden. Play like a champion every day. Train like a champion every fucking day. So, wer mich schon ein bisschen verfolgt, der weiß, dass ich im Training nie esse. Aber teilweise, also ich habe jetzt heute Morgen zum Beispiel um 8 gegessen. Es ist jetzt gleich 10, wenn man anfängt zu trainieren. Und da das Training halt recht anstrengend ist, schwere Kniebeugen und auch ein bisschen länger dauert, kriege ich doch schon zwischendurch immer wieder Hunger. Nur kann ich eben nichts essen, weil erstens, die Energie wird sowieso nicht rechtzeitig ankommen. Und zweitens, ich muss dann kotzen. Ich kann im Training einfach nichts essen. Ich habe auch null Appetit. Ne? Aber um trotzdem ein bisschen was reinzubekommen, will ich meine Peri-Workout-Nutrition ein bisschen optimieren. Also das, was ich ums Training esse. 2 Stunden vor dem Training Protein zu essen mit Carbs ist schon mal eine gute Idee. Das sind bei mir so 50 Gramm Protein und so 70 Gramm Carbs ungefähr. Und dann halt vorm Training vielleicht nochmal eine kleine Carbquelle wäre okay, aber das mache ich nicht, weil wie gesagt, vorm Training so nah mag ich nicht mehr zu essen. Deswegen habe ich mal geschaut, was es so gibt auf dem Intra-Workout-Markt und das Video von Roman Fritz für diesen Intra-Drive hat mich auf jeden Fall motiviert, weil er in seinem Keller so abgeht und ich habe den Lifestyle gefeiert. Ist mir eigentlich recht egal, was da drin ist, sondern einfach nur, dass der Lifestyle stimmt. Aber mein Kollege Alex, der FPS-Training macht, der ist ja Apotheker gelernt und oder studiert, sagt man dann ja. Der hat mir nochmal versichert, dass die Bestandteile richtig gut sind. Und deswegen gönne ich mir den jetzt im Training. Es sind, glaube ich, 50 Gramm Dextrose drin, also schnell Einfachzucker und halt Elektrolyte und so ein Kram und auch EAAs, so 20 Gramm. Also macht man nichts falsch, wenn man die halt drin hat. So, ne? Und wenn es jetzt noch schmeckt, für den Lifestyle im Training, let's go. Yeah, you got a call from a renegade bitch. Yeah, she said she wanna come. Was kann man hier kaufen am Auto bei euch? Ihr habt 3 Sekunden Zeit, um zu raten, wie alt ich geworden bin. 3 Versuche. 29. Richtig! Let's go, Bro! Alles Gute, Bruder. Ich habe zum Geburtstag einen KK-Cake bekommen. Nicht zu verwechseln mit dem KKK. Dafür müssen wir erstmal Platz im Kühlschrank finden.
steht nämlich mein Roman Fritz Intra-Workout drin. Ey, gib es einfach niemals zu. Ich will niemals zugeben, dass du immer recht hast. Justin. Erst die Schuhe, dann das Setup beim Bankdrücken. Dario wechselt jetzt plötzlich die Schuhe. Ich werde immer recht haben. Eine Sache wirst du aber niemals recht haben. Na? Verdammt, I'm choking with a roast. So, wir sind wieder auf unserem weltberühmten morgendlichen Spaziergang. Unterhalten uns über die nächste Trainingszeit. Justin hat Deload. Also er ist kein ernstzunehmender Mensch an diesem heutigen Tag. Sehr sensibel. Aber Dario ballert wieder in den Block. Und wir machen ja alle drei die Vorbereitung für den Comeback Cup in Bayreuth. In 9 Wochen? 8 Wochen? Wann ist denn das? 9 Wochen noch. Und entsprechend versuchen wir jetzt so viel Training wie möglich gemeinsam zu gestalten bis dahin, um uns zu solidarisieren. Denn es macht immer mehr Spaß, wenn man zusammen ist. Gibt uns 3 Wochen und ich hasse Justin und werde ihn den ganzen Tag roasten. Aber auch das werden wir überkommen, weil wir Freunde sind. Justin hat gesagt, ich bin 2 Stunden und auch das ist nicht gelogen. Wie ihr ja wisst, haben wir im letzten Block alle zusammen mehr oder weniger unseren Mock-Meet semi verkackt, auch wenn wir eigentlich alle kleine PRs rausgeholt haben für uns. Und zwar haben wir nämlich in der ganzen letzten Vorbereitung regelmäßig zu schwer trainiert. Lüge. Weil wir uns jedes Training hochgepusht haben, wie es zum geht nicht mehr. Das heißt, unter dem Motto, also der Block jetzt steht unter dem Motto, im Zweifel immer weniger Gewicht nehmen. Kappa. Und intelligenter trainieren. Mal schauen, wie lange das halten wird. Pascal am 13.07.2020. Tragt es euch ein. Schreibt es in die Kommentare als Zitat. I told her, come on, bring me my money, I'm in my own zone. A lot of squares on my nerves, I tell them die slow. Ride slow, ziplock, full of fly smoke. White gold looking crazy when the light's low. I might blow 40 grand in this nightclub and make a few haters sick. Step your life up or get knifed up. Hoes getting wifed up. Dope fiends holding white cups. Shit trippy ain't it? How the game switch? The weed game's fucked up. Back to cane flips. And my main bitch brought me 30 G's. She had a great night. Fuck them all, let them hate life. Yeah, I stay right. Yeah, I been had money. The type of bread to make your friends act funny, come on. Where I'm from, we just live a little different. Flip European whips and get money out of bitches, come on. Come on. Where I'm from, we just live a little different. Flip European whips and get money out of bitches. Come on, come on, come on, come on, get some money with me, get some money with me. Yeah, I'm just washing dirty money like dishes. Grown man subtweeting like bitches. Come on, I'm on my own shit. 40 with the lawn clip. Snakes in the grass, need to get the lawn clipped. All in my biz. Worry about your own shit. Foreign bitch, new foreign whip. Cat sick without porn sip. Give me more bricks. Double down, give me more chips. I'm in the morgue sick. Looking at his body, damn. Why'd he have to go so young? They try to rob him. Friends keep going. Happens.
drugs often. My whole bitches keep me spoiled riding. I'm sitting in a ghost at 6 in the morning. Just left the club of Wiz, all the champagne pouring. Got my head hurting. Yeah, I look like a dead person. My money right, you been hurting. Come on. Where I'm from, we just live a little different. Flip European whips and get money out of bitches. Come on, come on. Yeah, where I'm from, we just live a little different. Flip European whips and get money out of bitches. Come on. Okay, der Beugeteil vom Tag heute ist jetzt erledigt. Und wie zu erwarten, war es richtig schwer. Im letzten Video habt ihr gesehen, dass ich ein bisschen die Krankheit weggebattelt habe letzte Woche. Und um ehrlich zu sein, ist die noch so minimal. Also auf jeden Fall gibt die noch Schwäche. Das Training Samstag mit den 260 von den Pins zu beugen aus dem letzten Video war auch noch ziemlich kontraproduktiv, aber trotzdem habe ich mich nicht unterkriegen lassen und heute noch einen ganz guten Beugetag rausgehauen. Ich muss jetzt mal kurz durchatmen. Machen einen kurzen Cut. Ist das schon wieder drin? Sind wir drin? Offensichtlich sind wir drin. Pump ist gut, denn gestern war Cheat Day. Samstagabend war ich eventuell wieder mit meinen Jungs los, habe ein bisschen was getrunken. Aber nicht so viel, ich war auch schon um 1:30 wieder zu Hause oder so. Auf jeden Fall gestern dann Burger King. Ben Jerry's, Nudeln mit Ei, egal, spielt keine Rolle, nur dass der Pump heute da ist. Ja, und ihr wisst ja, mein montägliches Beugen besteht ja immer aus einem Top-Single, einem 5er Topsatz und 2 5er Backoffs oder 3 Backoffs manchmal auch, heute aber auch nur 2. Und ich habe ja in den letzten Videos, ich wurde ja nicht müde zu erklären, warum ich so schwach bin in den Singles. Es geht natürlich darum, dass in einem Hypertrophie-Block du die Fähigkeit zu schweren Singles so ein bisschen abbaust, weil das konkurriert so ein bisschen miteinander, viel Arbeitskapazität erlangen zu wollen und gleichzeitig so diese Top-Level-Strength zu haben. Aber heute 2,75 war der bisher schwerste Single und die waren auch nicht wirklich schön, aber sie waren oben und ich konnte sie gut kontrollieren, was mich echt glücklich macht, weil das schon eine sehr hohe Intensität ist für so einen Hypertrophie-Block für mich. Und dann im 5er Backoff konnte ich 2,55 nehmen, 5 mehr als letzte Woche. Die waren auch sehr schwer insgesamt so, aber haben sich trotzdem ziemlich gut bewegt. Letzte Woche, die 2,50 waren eigentlich besser. Hätte ich da 2,55 gemacht, hätte ich die wahrscheinlich auch besser gemacht. Aber es spielt keine Rolle. Heute ist nicht der beste Tag, aber ich konnte trotzdem sehr gut performen. Und das ist was Geiles, ne? Darüber freue ich mich. Ich mache jetzt die Katapult-Bench. Wir arbeiten uns ein bisschen weiter noch in diesem Block, weil nächste Woche habe ich ja in Theorie schon Deload oder zumindest die letzte Woche in diesem Hypertrophie-Block vor dem Kraftblock. Und da ich frisch in den Kraftblock gehen will, bin ich halt am Schauen, ob ich nächste Woche einen Deload mache oder nicht. Aber das lasse ich dann, das sehe ich dann kurzfristig. Dann kann, wie gesagt, auch sein, dass ich nur die Hälfte der Woche entlade, also nur das Freitags- und Samstags-Workout, sodass ich halt 4 Tage Ruhe bekomme und dann frisch in den Kraftblock reinzugehen. Ne? Jetzt machen wir erstmal die Katapult-Bench mit den versteckten Waden. Sieht das stabil aus, oder? Let's go. Das muss für das Matchen. Auf den Nifferdecks. Ticks. An meinem Geburtstag. Nicht mal am Geburtstag, könnte der Kopf. Thank you.
Ihr wisst ja, das Swag-Life im Training ist wichtig, deswegen habe ich ein Shirt an, eine Größe S, ne? Für den entsprechenden Pump. Die allergrößte Herausforderung immer nach dem Training, das Shirt dann erst dann auszuziehen. Und gleichzeitig wollt ihr nicht, dass das passiert mit dieser Kreide. Hier ist ja ganz viel Kreide und die wollt ihr nicht über euren Kopf ziehen, weil sonst habt ihr einen Kreidekopf. Oh. Finer things of life, gotta stress and fuck greed. All black, everything, I'm rich off weed. Big money deals, gotta start switching teams. Digital scales, I don't rock the triple beam. In and out of town, yeah, I'm here for a night. Cali roll at the stop sign, I'm running through the lights. The streets need burn, they fucking with the price. Fuck your little bro spot, I get a couple off a light. I used to cut the white, yeah, play with the Chris. Was denn? Ja, da komm jetzt runter, du! Komm mal, komm dich nicht hoch! Komm runter! Warum haust du ab? Wir wollen noch singen! Du Hundelust! Macht nix. Jana, wie alt ist Papa geworden? 4? Ja, fast. Auf jeden Fall. Sag mal 29. Jana. Wie alt bin ich geworden? 29. Genau, immer 29. Hear me, I still break a bitch. I'm a Frisco cat. I would die for my city. We made a Girl Scout in the pie in my city. The why get me dizzy. I get high with the hippies. Acid drops on my tongue like I'm in the 60s. We be really outside. If they try and they hit me, they gon' get shot at. I hope they all die with me. They say the money changed me, but I can never change. I'm addicted to the game. And when the money comes, then they get to act as strange. Yeah, I'm addicted to the game. He said he sent it out, but the package never came. Yeah, I'm addicted to the game. I be. Ich wollte doch das alle ausgepusten. Popping champagne and smoking new strains. Yeah, I'm addicted to the game. Too much drama on my phone. Shit's crazy, fuck greed. They be tripping off money like they don't touch cheese. Back to back euros, throw 100 to a fiend. More. So, ich bin gerade wieder hier bei der Halle. Ich höre übrigens eine Stunde History. Das höre ich sehr oft so im Alltag. Es ist wahnsinnig entspannt und man lernt was. Auch wenn ich alles wieder vergesse, sobald ich das aufhöre zu hören. Ich muss ja noch die Pakete wegbringen. Heute Morgen hat Jan das Auto wieder mitgenommen und die müssen ja irgendwie zur Post. Also das, was ihr übers Wochenende bestellt habt. Das machen wir jetzt, erledigen dann noch ein paar Kleinigkeiten und dann kommt heute Abend meine Familie zu Besuch und wir chillen ein bisschen. Da muss ich heute irgendwann noch mal die typische Büroarbeit unterbringen, also E-Mails beantworten und so ein Kram, weil meistens komme ich da Samstag nicht zu und Sonntag mache ich frei. Das heißt, die dann Freitag schreiben, also ich arbeite nur zu Werktagen im Support, sagen wir mal so. Also nicht sauer sein, wenn ihr mir Freitag schreibt und meine Bürozeiten schon vorbei sind, dann kriegt ihr auch erst Montag eine Antwort. Und diesmal leider sogar erst Montag, auch ein bisschen später. Ist so, aber irgendwo muss man ja seine Abstriche machen. I'm a fool, I've been rich, I'm just trying to play it cool. I'm about to make a move, burn it quick, 80 bands, all my ladies dance, and love, take your Zans, we fit plenty in them vans, I'm in humble, trimming plans, up and down the 101, driving careful as I can, yeah, with the weed, I'm the man, I bought 100 P's when I got my advance, they say the money changed me, but I can never change, yeah, I'm addicted to the game, and when the money comes, then they get to act as strange, yeah, I'm addicted to the game. He said he sent it out, but the package never came. Yeah, I'm addicted to the game. I be popping champagne and smoking new strains. Yeah, I'm addicted to the game.